Gott, es ist soweit. Ihr könnt es in dem Titel lesen, ihr habt das Foto gesehen, das Thumbnail. Ich war beim TK Maxx und die Schachtel, die hasse ich, die hat jetzt komplett meine Hose dreckig gemacht. Aber egal, fangen wir auch gleich mal an, weil es ist ein bisschen was zusammenkommen und ich will euch das gerne zeigen. Und ich fange mal mit was an, was ich wirklich braucht habe. Hands auf, das habe ich echt braucht. Ich fand das nämlich cool, dass man da so einen Drahtwaschel reingeben kann und dass man da vorne dann seinen Schwamm noch reingeben konnte. Das gab es auch in einer anderen Variante, aber ich fand die irgendwie besser. Das hat leider 5,99 € gekostet und ich glaube, der ist jetzt nicht so perfekt für meine Töpfe. Ich habe nämlich was anderes, aber das fand ich auch Schrott. Also ist das sowieso egal. Aber ich wollte das unbedingt haben. Und jetzt, wo ich es euch endlich gezeigt habe, kann ich es auch endlich verwenden. Weil ich habe eigentlich für meine Schwämme in der Küche habe ich so ein Seifending, wo man die Haarseife drauflegt. Und ich hasse dieses Teil, weil das ständig in die Abwasch reinfällt, weil es halt für sowas nicht gedacht ist. Und da habe ich das drüber gesehen und habe mir gedacht, okay, dann kaufe ich das gleich. Dann, das musst du auf jeden Fall mit, das habe ich auch meiner Mom mitgebracht, ein Kackhaufen-Heferl um 4 Euro. Ja, das muss da einfach sein. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Kackhaufen und ich sind so. Dann habe ich schon was für Halloween gekauft. Ich habe am Anfang, eigentlich wollte ich keine Cupcakes machen, aber meine Freundin hat mir das gezeigt, dass sie das dort haben. Ich hoffe, man kann sie irgendwie erkennen. Da gibt es Geister drinnen, Hexen und Totenköpfe und ja. Deswegen glaube ich, dass ich doch Cupcakes mache. Wenn nicht, mache ich es nächstes Jahr. Weil ich habe mir auch noch das hier gekauft. Das ist eine riesengroße Spinne, wo man Cupcakes oder einen Kuchen drauflegen kann. Ja, das habe ich unbedingt gebraucht. Das war aber jetzt nicht so teuer, oder? 4 Euro, ja. Und dieses Ding war schon teurer, 6 Euro. Ja, so kommen die Preise zusammen, Leute. So kommt das zusammen. Glaubt mir das. Ja, das war's jetzt mit so Halloween. Na, Blödsinn. Naja, das hat jetzt so Beauty dazu. Ja. Fangen wir mit den restlichen Sachen an. Ich habe beim TK Maxx ein TT-Sept-Schaumbad gefunden. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein, ich habe es dann eigentlich billiger bekommen, weil hier steht 3,99 € und ich glaube, beim Müller kosten die sogar 5 Euro. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich fand einfach den Duft so gut. Ja. Und meines von Balea geht bald leer, deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann ausnahmsweise nimmst du dir das mit, who cares. Wo fangen wir da noch an? Dann habe ich, das war jetzt erst vor kurzem, ich war mit meiner Freundin beim TK Maxx, weil wir sich ausgemacht haben, wir gehen einmal gemeinsam. Wir sind so kurz nach 2 waren wir drinnen und wir sind jetzt um 4:30 wieder raus. Wir haben sich wirklich alles komplett angeschaut. Der Einkauf ist jetzt nicht von den einem Mal, das hat sich zusammengesammelt. Ich war ja insgesamt jetzt, in 2 Monaten war ich jetzt 3 Mal beim TK Maxx und das ist alles zusammengesammelt jetzt von dort. Wenn ihr mich auf Snapchat und so verfolgt, habt ihr das eh gesehen. Worauf ich hinaus will, es gab dort Monate schon einen Duft, der 55 Euro kostet. Ich glaube, ich habe euch das in einem Video erzählt. Und ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, weil dieser Duft, den ich haben wollte, hat jetzt nur noch 40 Euro gekostet. Und da musste ich ihn mitnehmen. Ich habe nämlich jedes Mal, wenn ich dort war, und habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, weil ich ihn ja doch haben wollte. Und jetzt bin ich so stolz auf mich gewesen, dass ich gewartet habe, bis er reduziert war. 40 Euro, das war auch noch sehr, sehr viel Geld für einen Duft. Aber das sind die 160 Milliliter von meinem allerliebsten Calvin Klein Duft. Also, was soll man dazu sagen? Da kann man wirklich, ich finde, man kann da nichts Negatives sagen. Ich bin echt stolz auf mich, dass ich so lange gewartet habe, bis er reduziert war. Weil hätte ich vielleicht auf das andere auch gewartet, was da noch kommt, hätte ich vielleicht auch was gespart. Aber was soll's. Aus Fehlern lernt man. Es gibt nämlich jetzt noch einen Duft von Ellie Saab. Das war dieser Sommerduft, den will ich auch unbedingt haben. Aber da warte ich jetzt noch. Fangen wir, also beziehungsweise machen wir mit Beauty Blender weiter, weil da habe ich ziemlich ein bisschen übertrieben, weil ich meine ja ausgemistet habe, habt ihr im letzten Ausmist-Video gesehen. Ich habe einen Real Techniques Beauty Blender mir geleistet, aber dort war er angeblich günstiger, auch beim TK Maxx 4,99 €, hat mir die Freundin gesagt, weil da war sie nämlich mit dabei. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich habe eh so wenig jetzt zur Zeit, durch das, dass ich so ausgemistet habe, habe ich echt wenig, die ich auch wirklich benutzen kann. Dann habe ich noch einen, der 3,99 € kostete, das ist so ein grüner, jetzt sieht man den. Die fand ich nämlich interessant, die haben sehr, sehr weich ausgeschaut. Bin gespannt, ob sie auch wirklich weich sind. Dann habe ich noch einen rosanen mir gekauft.
Ich habe jetzt gar nicht die Preise von den anderen beiden gesagt. Der hat, beide 4 Euro. Beide haben 4 Euro gekostet. Der Real Techniques, wartet kurz, 4,99. Ja. Dann habe ich mir noch einen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, das war, wie ich mit der Amy beim TK Maxx war. Urban Studio, das sagt mir nämlich irgendwas von der Marke her. Flawless Blend, Urban Studio, irgendwas sagt mir das. Der hat 5 Euro gekostet, aber der war lila, also wollte ich ihn unbedingt haben. Und meine habe ich ja eh ausgemistet, also ja. Und ich mag diese Billigstorfer nicht, also diese von Ebelin oder von Ebelin, was gibt's auch von Body and Soul, von unserer Mühleigenmarke, ich mag die nicht. Die sind viel zu hart und 20 Euro für noch einen Beauty Blender ist mir zu teuer. Meinen echten Original Beauty Blender finde ich nicht einmal mehr. Ich weiß gar nicht, wo der ist, also ja. Dann kommen wir zu Reinigungsgel. Da bin ich auch ein bisschen ausgeartet. Das gab es mal limitiert bei uns beim Müller. Das ist ein Clinique-Reinigungsgel. Das ist eigentlich auch für einen falschen Hauttyp, aber ich wollte das unbedingt haben, weil die Tube da so schön ist. Könnt ihr das sehen? Nicht nur deswegen wollte ich es haben. Ich wollte das damals bei uns, wie es rauskommen ist, auch haben. Da war es mir aber zu teuer. Da hat es, glaube ich, 22,99 gekostet. Wenn ich euch jetzt nicht anlüge, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und hier habe ich es für 17 Euro bekommen bei TK Maxx. Ja, also musste das natürlich mit. Was noch mit musste, und das hat aber leider 9 Euro gekostet, aber ich fand die Verpackung so, so schön. Ich weiß nicht, wann ich das verwenden werde. Und ich hoffe, dass sie das irgendwann mal wieder haben. Das ist auch ein Reinigungsgel. Schaut aus wie eine Aloe Vera Blüte, kann man nicht sagen. Wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Es schaut aus wie so ein Aloe Vera Ding. Da innen könnt ihr es eh auch sehen. Es heißt doch Aloe Vera und es riecht mega geil. Ich habe keine Ahnung, wann ich das benutzen soll, weil ich habe mich so in dieses Ding verliebt, ich habe Angst, dass es leer geht dann. Ich hoffe auch, dass es gut ist, weil ich habe es bis jetzt noch nicht probiert, weil ich es euch zuerst zeigen wollte. Aber ich finde die Verpackung so hübsch. Die Verpackung ist sowas von hübsch, ich habe mich echt in die Verpackung verliebt. Das sind auch diese asiatischen Kosmetikprodukte, könnt ihr das sehen? Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, weil ich höre lieber auf davon zu reden, weil sonst, glaube ich, wird es noch länger, das Video. Ja. Dann habe ich noch einen Duft mir gekauft, und zwar den Calvin Klein Reveal um 15 Euro. Ja, es waren ja die Woman Days vor kurzem, wo auch auf die reduzierten Düfte bei uns, bei Müller, noch 20% weggekommen sind. Und den gibt es bei uns um 24,99 und ich habe mir das ausgerechnet, da er 20 Euro kostet. Und ich habe mir trotzdem noch was gespart, weil er da 15 Euro kostet hat. Und jetzt habe ich ihn zweimal. Und jetzt wird es Zeit, dass ich ihn einmal bald verwende. Aber ich habe eh so viel, da ist es eh schwer, was zu verwenden. Ja. Dann habe ich mir Ohrringe geleistet von TK Maxx. Die waren sehr teuer, die haben 17 Euro gekostet. Die sind aber Sterling Silber angeblich. Steht zumindest drin. Und ich fand die aber so schön, deswegen habe ich die mir mal mitgenommen. Ups, nicht so wackeln. So. Hatte sie bis jetzt noch nicht drin und ich muss das noch, ich werde sie irgendwann mal tragen, wenn ich fortgehe oder so. Aber die sind echt schön. Die finde ich wirklich schön. Dann habe ich mir Handcremes gekauft. Ich weiß, hätte ich eigentlich nicht, aber ich fand die Verpackung so süß. Und ja, no comment, please. Eines hat leider 6,99 gekostet. Aber ich fand die sowas von süß, da war die Schachtel noch dabei. Und bei dem anderen leider nicht. Einmal gibt es da Mango und einmal Avocado. Und guckt euch die Tierchen an. Also die zwinkern zwar beide und haben so richtig... Ich habe mich so in das verliebt. Die gab es auch, glaube ich, letztes Mal noch. Es gibt nämlich noch eines mit Braun. Ich glaube, das ist mit Kakao oder so. Das hätte ich auch so gern. Zwecksammlungsmäßig. Also wenn das leer wird, würde ich mir das auf jeden Fall irgendwo hinstellen. Ich muss jetzt endlich mal meine Handcremes aussortieren. Ich habe nämlich überlegt, ich habe so viele Handcremes und ich benutze die niemals. Also ich kann die niemals aufbrauchen, deswegen werde ich Handcremes ausmisten für meinen Vater. Weil mein Vater benutzt immer Handcremes, der braucht das immer und meine Mama auch. Und ich habe jetzt da schon einen stehen, was schon Monate da steht und ich benutze sie nicht. Also werde ich jetzt radikal ausmisten. Ja, also drückt mir die Daumen. Aber die zwei mussten mit. Weil die fand ich echt schnuffig. Echt schnuffig. So. Dann als nächstes zeige ich euch das Große von Elisabeth Arden wieder mal. Da ärgere ich mich jetzt ein bisschen, weil vielleicht wäre es reduziert worden. Ich habe dafür 40 Euro gezahlt. Ich verstecke mich hier schon dahinter. Aber da gibt es meine Kapseln dazu.
eine Tages... Nein, Blödsinn, das ist die Reinigung. Die hatte ich noch nie, weil bei uns im Müller gibt es die ganzen Elisabeth Ann Sachen nicht. Ein paar Sachen schon, aber nicht alles. Dann gibt es die Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 30 und das Serum dazu. Ja, so sieht das aus. Und ich habe mich in dieses Teil verliebt und ich bin so, so froh, dass ich das erwischt habe. Wirklich. Ich bin ganz schön Tony Moly Produkt verrückt und wie ich mit meiner Freundin Amy war, habe ich mir die zwei Handcremes, die Ohrringe und das hier gekauft. Habt ihr sicher auch auf Instagram, glaube ich, gesehen. Das war ganz schön teuer, das Ding hat 10 Euro kostet, aber das heißt Black Sugar Exfoliating and Moisturizing. Das ist ein Peeling. Und ich, Vollidiot, hätte mir fast vor kurzem wieder ein Peeling gekauft. Ich bin echt so ein... Ja, Themawechsel. Ich werde das jetzt auch aufmachen, weil ich will wissen, wie das riecht. Und weil es eh jetzt bald... Also ich wollte euch unbedingt heute das Video abdrehen, weil ich will unbedingt jetzt ein paar Sachen verwenden. Deswegen wollte ich unbedingt, also besonders die Beauty-Blender, ich brauche welche, ich habe fast keine mehr. Ja. Machen wir es mal auf. Wo schmeißen wir es hin? Da rein. Ja, der Titel schaut so aus. Weil ich glaube, meine Freundin, also einer meiner Freundinnen, die bestellt auch gern Produkte in Online-Shops. Und wenn mir das gefällt, könnte sie ja fragen, ob sie mir das mitbestellt, wenn ich es wirklich so gut finde. Oh mein Gott. Okay. Der Duft ist ein bisschen merkwürdig. So schaut das aus. Ich brauche da auf jeden Fall einen Cremespatel. Ich werde das heute auch auf jeden Fall benutzen. Deswegen wollte ich es euch auch unbedingt zeigen. Aber ich finde die Tony Moly Sachen so interessant. Ich glaube, man braucht auch nicht viel davon. Ja, so sieht das aus. Ich wollte das unbedingt haben. Ich bin so ein Tony Moly Süchtler. Ich wollte auch unbedingt das Reinigungsgel davon haben. Da gab es ja einen Zitrone und einen Grapefruit, glaube ich, gibt's. Aber ich habe es dann lassen. Ja, es gab noch mehr Sachen, die ich kaufen wollte, aber ich habe es gelassen, weil ich, Gott sei Dank hatte ich die Freundin von mir dabei. Die hat mich ein bisschen gebremst und hat gesagt, ich habe nämlich gesagt, ich habe so viele noch zu Hause. Ich habe auch dann, durch das, dass sie mit war, beim letzten TK Maxx-Einkauf, habe ich auch überlegt, ob ich das wirklich brauche. Deswegen, wenn ich wieder zum TK Maxx gehe, gehe ich mit ihr, weil sie bremst mich. Sie bremst mich wirklich. So. Dann habe ich noch zwei Macadamia-Produkte. Einmal eine Haarkur. Nein, eine Haarmaske. Das ist die hier. Ich weiß, ich habe noch eine, aber ich finde die von Yves Rocher überhaupt nicht gut. Die werde ich jetzt nur noch so verwenden, so zwischendurch mal, damit ich die aufbrauchen kann. Aber ich habe die andere jetzt noch in Verwendung von Macadamia und liebe die. Und dann habe ich noch das Macadamia Shampoo. Und das will ich auch unbedingt bald verwenden, weil ich wissen will, wie das ist. Weil da gibt es ja so riesengroße Bohlen und die interessieren mich schon länger. Auch von Conditioner oder so. Dann brauche ich mir überhaupt kein Shampoo mehr kaufen, wenn ich so eine große Bulle hätte. Weil viele mögen ja die Macadamia-Sachen und ich hatte noch nie was davon. Und die erste Haarkur oder Haarmaske, was ich mir da gekauft habe, die liebe ich auch. Die hilft mir wirklich, meine trockenen Haare in Gang zu bringen. Und jetzt habe ich aktuell diese, ich meine, das ist schon ein bisschen länger her, mein Haar war stark. Aber ich habe die Hafer drinnen und irgendwie, ne. Irgendwie ist das nicht so meins. Ich bin dann froh, wenn die Hafer leer ist. Oh, jetzt habe ich was fallen lassen. Aber Macadamia-Sachen würde ich gern mehr ausprobieren. Und deswegen... Ja, das war's. Ja, deswegen, ja. Ja, ich bin so euphorisch. Ich liebe meine TK Maxx-Sachen. Ich gehe dort so gern einkaufen. Ich würde gern diese Woche wieder gehen, aber... weil das Problem ist, dass sie halt fast, meine Freundin hat mir erzählt, dass die angeblich jeden Tag Lieferungen bekommen. Und deswegen würde mich interessieren, was die alles so haben. Weil letztes Mal, wie die Freundin und ich waren, waren die Sachen so schön geschlichtet, dass man wirklich schön schauen hat können. Ja, ich überlege es mir noch, ob ich nochmal, weil ich brauche ein Gesichtswasser, weil mir geht meins bald aus. Und ich will mir kein anderes mehr kaufen, wenn, dann will ich zu TK Maxx gehen. Ich weiß, das ist irgendwie gestört, aber wenn, dann will ich dorthin gehen. Ja, ihr könnt mir ja mal gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr TK Maxx findet und ob ihr da schon mal drinnen wart. Ich habe mir immer gedacht, wie viele Videos darüber gesehen habe, boah, ihr übertreibt's, wie kann das so gut sein? Aber wenn ich gesehen habe, was die für Schnäppchen gemacht haben und wenn ich sowas hier sehe, drehe ich ja sowieso durch. Und deswegen, ja. Das Blöde ist nur, das ist gar nicht so viel, aber die Menge vom Preis ist viel, wenn man das halt zusammenrechnet, später erst dann. Ja, ist ja egal. Also ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen.
Und ihr könnt mir mal gerne schreiben, wie ihr Tiki Max findet. Mich würde das wirklich interessieren. Ich bin verliebt, ich würde gerne jede Woche hingehen. Aber das wäre ein bisschen übertrieben und überschreitet mein Budget, also lasse ich es. Aber ich würde gerne jede Woche hingehen. Mal gucken nur. Also, aber ich glaube, ich würde jeden Tag dann was kaufen. Also in der Nähe wohnen dürfte ich dort nicht. Das wäre, glaube ich, heftig für mich. Gott sei Dank wohne ich nicht dort in der Nähe. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!